Ja, herzlich willkommen zur heutigen Entwicklerkonferenz. Wir haben Donnerstag, den 29. August, kurz nach 7. Mein Name ist Martin König, bin nach wie vor CTO der TrailerFox GmbH und wir haben heute in der Entwicklerkonferenz drei Themen vor uns. Ich habe drei Sachen für euch vorbereitet. Teil 1, unser obligatorischer Blick auf Charlie. Teil 2, ein kleines, simples System, wo ich euch noch gerne einen Link zu Daten zeigen möchte, eine kleine Idee zum schnellen Durchklicken. Und dann im letzten Teil gehen wir ein bisschen mehr in die Programmierung. Und zwar, wir hatten beim letzten Mal ja uns überlegt, dass wir in das Thema alternative Candlestick-Darstellungen gehen wollen. Und da habe ich für euch vorbereitet eine Heikin Ashi-Darstellung, eine sogenannte Heikin-Ashi-Darstellung. Da werde ich euch zeigen, wie man so etwas programmiert, wo man solche Daten findet. Und vor allen Dingen habe ich auch einen Download gleich für euch, dass ihr die Heikin-Ashi-Darstellung dann auch selber nutzen könnt. Also ich fange ganz einfach an und hinten raus wird sich das dann wieder auch programmiertechnisch etwas steigern. Und so wie bei jeder Entwicklerkonferenz wird der offizielle Teil so ungefähr eine Stunde gehen. Und dann, so ab 8 Uhr, gehen wir in den inoffiziellen Teil, der dann nicht mehr Bestandteil der Aufzeichnung ist, wo wir vielleicht die Probleme, auf die wir gestoßen sind oder weitere Ideen, die wir gefunden haben, dann noch eingehen und die genauer besprechen werden. Fangen wir also an mit unserem Überblick, was Charlie denn so macht und einige Dinge, die ich euch zeigen will. Was ihr vor euch seht, ist der aktuelle Stand. Unsere Kurve. Wir eiern leider Gottes so um die Nulllinie herum. Der Charlie hatte gestern einen schlechten Tag, hatte heute dafür einen umso besseren Tag. Wir gucken uns auch gleich das Aktuelle mal an. Unterm Strich fällt diese Kurve nun seit 4 Wochen immer weiter und wir gehen jetzt auf die Nulllinie. Wir sind also ziemlich genau plus minus null, da wo wir hergekommen sind seit Anfang Mai. Es will sich so recht kein erneuter Trend in die Aufwärtsrichtung einstellen. Auch der Popgun, ich habe ja hier diese helle Linie ohne dieses eine Popgun-Muster gemacht. Ja, ist im Augenblick auch mehr so eine Seitwärtskurve, so richtig. Einfluss nimmt er im Augenblick nicht. Nehmen wir mal einen kurzen Blick auf diese Spaghetti-Linien. Das ist also die Ergebniskurve auf alle einzelnen Strategien, die jetzt nun aktiv sind, aufgebaut. Ich will euch nur zwei exemplarisch zeigen. Also wir haben einmal hier unten natürlich den Popgun, den wir ja quasi noch auf der Abschussliste haben. Aber solange er sich hier über seinem lokalen Tief hält, haben wir gesagt, geben wir ihm noch Gnadenfrist. Wenn man es mal positiv formuliert, jetzt seit einigen Wochen hält er sich seitwärts. Er ist jetzt quasi ja, genau in dem Tief des maximalen Drawdowns und so hoffen wir uns, dass der hier so langsam mal wieder einen positiven Effekt hat. Hier sind die Regeln ganz klar. Sollte er auf einen Donnerstag gesehen unter die letzten Tiefs hier fallen, dann war es das. Dann müssen wir ihn leider deaktivieren. Ansonsten warten wir, dass er sich wieder berappelt und hoffentlich in den nächsten Wochen diesen Drawdown wieder abbaut. Das ist die eine Linie, die ich euch zeigen wollte. Naja, und die zweite Linie ist mal auf der anderen Seite quasi das erfolgreichste System. Witzigerweise Dreieck Long, etwas, was wir ja ganz am Anfang mal mit den Trendlinien uns gebaut haben, wo Charlie quasi das Trendlinientrading gelernt hat und wir dann zwei Trendlinien zu einem Dreieck kombiniert haben und das optimiert haben. Und ihr seht jetzt hoffentlich hier diese grünen Pünktchen. Das hat jetzt über die Wochen seit Mai immer eine steigende Bewegung. So sollte es ja auch eigentlich ja mit Oder so hatten wir uns das gewünscht, dass es mehrere Systeme gibt, die so nach oben laufen. Das ist jetzt einer, der signifikant sich nach oben absetzt. Der macht relativ wenige Trades. Ihr seht hier lange Phasen, wo gar nichts passiert. Aber peu à peu haut er mal immer wieder einen raus. Und so hatten wir auch diese Woche einen Trade, der erfolgreich war. Meine Intention war ja gar nicht auf Einzelstrategien einzugehen, sondern in der Hoffnung, dass diese Strategien sich quasi gegenseitig dann aufheben, beziehungsweise sich daraus eine Grundaufwärtstendenz ergibt. Aber seit der EZB-Sitzung, ne, seitdem hier dieses Ereignis stattgefunden hat, ja, sehen wir ganz signifikant ein anderes Verhalten im Augenblick an den Märkten. Wie geht's weiter? Ganz klar, das
dritte Quartal läuft noch den September über. Das bedeutet, Anfang Oktober werde ich dann wieder die Quartalszahlen, den Quartalsbericht machen, der dann eine genaue Analyse der Zahlen, der Einzelstrategien beinhaltet und vor allen Dingen dann auch, falls notwendig, eine Anpassung der Parameter. Somit ändert sich an der Stelle nichts, außer dass wir natürlich einen neuen Teilnehmer haben, sprich, wir haben das Wellenmuster ja in den Echtgeldhandel mit aufgenommen. Das zeige ich euch auch noch hier. Also das ist ja unser Livestream. Wir haben inzwischen ein paar viele Charts. Ich führe euch mal durch, was wir denn sehen. Im Augenblick haben wir ja mal wieder ein Dreieck Long, den ich gerade so gelobt habe, ist im Augenblick aktiv mit einer Long-Position. Dem gegenüber steht ein Candlestick Short-Pattern. Die beiden heben sich auf und somit haben wir unterm Strich effektiv im Augenblick keine Position. Das passiert ja durchaus. Heute war das ein wildes Durcheinander an Trades. Dazu mache ich mal diesen Chart hier auf. Da sind die ganzen Candlestick-Muster. Und da seht ihr, ich gehe mal so auf den heutigen Tag. Na, das war gestern Mittwoch und dann heute Donnerstag. Na, ihr wisst, wenn Donnerstag bullisch ist und ein Freitag bullisch ist, dann wird es auch nächste Woche das Wetter gut. Hier sehen wir die Trades, die wir heute gemacht haben. Ein Popgun Long, der schon nach dieser ersten Bewegung heute Morgen eröffnet worden ist. Man sieht hier das Muster, lange grüne Kerze, in der Mitte eine kleine rote und hier wieder eine lange grüne Kerze. Ganz typisch und der konnte dann auch im Gewinn geschlossen werden. Dann hat heute im Laufe des Mittags in dieser Konsolidierung haben sich zwei Candlestick Short Patterns ergeben. Das eine konnte in diesem Spike durch die, ja, waren ja wieder so EZB-Gerüchte, dass das Quantitative Easing-Programm eventuell reduziert wird. Also wieder eine Äußerung eines Notenbankers. Da rauschte der Markt mal kurz nach unten 100 Punkte. Da konnte dieser eine schon mit Gewinn geschlossen werden. Ein zweiter Short ist ja, wie gesagt, noch aktiv. Das heißt, heute war es mal ganz gut. Das war dann quasi der letzte Anstieg der Kurve, die wir gesehen haben. Dann zeige ich euch nochmal diesen Chart. Hier sieht man unter anderem das Dreieck Long-Muster, wo dann tagelang nichts passiert. Und da seht ihr hier so einen kleinen erfolgreichen Trade, hier so einen kleinen erfolgreichen Trade, dann wirklich über Tage nichts. Dann hat er hier wieder einen rausgehauen. Und aktuell, wenn ich das ja gesehen habe, auch hat er auch einen. Na, also hier ist die Trading-Frequenz sehr gering, aber Gott sei Dank, das rettet uns so ein bisschen den Hintern im Augenblick. Macht er hier eine kleine Gewinnserie draus mit unseren lustigen vielen, vielen Linien. Das heißt, hier haben wir eine Position offen. Was hatten wir denn heute noch an Trades gemacht? Der hatte eine Trendline Short noch sich versucht, genau hier unten als er hier die Unterstützungslinie durchbrochen hatte, genau als hier diese Panik reinkam, hat er hier eine Short-Position genommen. Und gestern habe ich so ein bisschen gefeiert. Warte, das zeige ich euch mal, weil wir so punktgenau mal Glück gehabt haben. Warte, ich zoome mich mal rein. Wir sollen ja auch mal Glück haben. Und zwar seht ihr hier, da hatte sich hier eine lange Unterstützungslinie gebildet, die gestern Vormittag um 9:30 Uhr gebrochen wurde. Und dann haben wir genau um 13:35 Uhr genau das Tief getroffen und konnten gerade so in den Profit Target. Da fing dann auf einmal jetzt diese kleinere Erfolgsserie an und ach, wenn das wieder gegen uns gelaufen wäre, das ist echt manchmal nervenaufreibend. Und so machen wir aufgrund der Menge der ganzen Strategien hier auch einiges an Trades. Schauen wir mal den neuen Kandidaten an, unser Wellenmuster. Das haben wir ja quasi, oder habe ich am Montag, glaube ich, an den Start gebracht, habe dann aber gesagt, oder Dienstag, was, jetzt müssen wir mal selber gucken, hier haben wir Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, genau, am Dienstag habe ich es an den Start gebracht. Da hatte er zwei Positionen, die er aber dann nicht mitgegangen war, weil er quasi wartet. Ich habe eingestellt, wait until flat. Also ich habe eingestellt, dass die Strategie erst flat sein muss, um dann wirklich mit den ersten Trades zu beginnen. Natürlich, wie das dann so ist, die Trades, die man gemacht hat, wären natürlich super erfolgreich gewesen. Ihr seht hier einen Trade
und hier einen Trade, die dann im Laufe des Dienstags schön in den Gewinn gewandert wären. Beides Mal die Situation, dass dieser Indikator hier von 1 auf 0 fällt, beziehungsweise hier von 1 auf 0 fällt. Und das waren das 40 Candles davor, keine andere Position geschlossen wurde. Das war also bei diesem hier der Fall. Dann hatten wir nochmal ein Fallen von 1 auf 0 am Dienstagmittag, also quasi unmittelbar danach. Da hat er dann keinen Trade ausgelöst, weil halt 40 Candles abwarten seit dem letzten Exit. Ja, und dann habe ich zum Erschrecken festgestellt, als ich die Entwicklerkonferenz vorbereitet habe, dass sich hier eigentlich auch ein Trade heute Morgen versteckt hat. Und zwar, auch hier ist unser Indikator von 1 auf 0 gefallen, also Kaufkriterium erfüllt. Aber er hat das nicht ausgelöst. Ich habe dann im NinjaTrader einmal die Strategie an- und ausgemacht. Schwupps, als ich es wieder angemacht hatte, hat er den reingemalt, den Trade, aber er hat ihn nicht ausgelöst. Das kann mehrere Ursachen haben. Einmal, dass wir nicht ausreichend genug Daten geladen haben, aber das habe ich eigentlich verifiziert und habe es nochmal durchgeführt. Das müssen wir im Auge behalten. Das andere könnte sein, dass das natürlich hier genau das Datumswechsel war, wobei das eigentlich auch keine Rolle spielen sollte. Ich weiß nicht, ob einer von euch den schon im Einsatz hat. Also das war wieder hier Murphy's Law oder Mr. Market. Ne, wenn wir mal einen Trade nicht mitmachen, dann läuft der schnurstracks in den Gewinn. Das habe ich im Auge. Das heißt, sobald wir wieder dieses Szenario haben, dass der hier long geht, das wird ja wahrscheinlich schon heute Abend der Fall sein. Das heißt, wenn der Markt jetzt nach oben geht, haben wir schon wieder einen Aufwärtstrend. Dann warten wir, bis der Aufwärtstrend ja hier auf diese neutrale Phase springt und dann geht er ja antizyklisch long. Müssen wir aber im Auge haben, ob er dann auch auslöst. Konkrete Ursache, warum er nicht ausgelöst hat, habe ich noch nicht. Normalerweise ist es ein Datenproblem. Deswegen habe ich mal alles neu geladen und wir haben da, und da muss ich beim nächsten Mal genauer drauf achten. Da hatte ich heute Morgen gar nicht auf der Pfanne, dass er hier auf Null gefallen ist. Nichtsdestotrotz, drei Trades wären es gewesen. Hätte Fahrradkette, dreimal erfolgreich. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin da jetzt gar nicht so, nicht traurig drum, aber nicht gar nicht so aufgeregt drum, weil wir haben so viele Strategien am Start. Wenn da jetzt mal eine mehr oder weniger nicht läuft, ist das halt immer schade. Und wir müssen natürlich die Ursache finden, aber ist auch kein Beinbruch. Mr. Market will halt dann immer, dass es hier steigt. Gut, und somit ist es hier alles gut gefüllt. Hier ist alles grün. Sollte hier eigentlich alles jetzt laufen und auf den Wave-O-Maten habe ich ein besonderes Auge. Gut, so viel zum Thema Charlie. Kommen wir zum zweiten Thema. Ein kleiner Ansatz, eine kleine Strategie, noch mal ein bisschen zu zeigen, wie der Strategy Builder funktioniert und vor allen Dingen, dann habe ich auch einen Link zu Daten für euch. Genau, jetzt fragt der Philipp gerade nochmal auf den Charlie bezogen, auf die Wellen bezogen, ob wir nicht diese 40 Candles abwarten mussten. Nee, das war es wirklich nicht, denn ich habe die Strategie einmal nur an- und ausgemacht im NinjaTrader und schon hat er den Trade gezeigt. Das heißt, er hat einfach in der Echtzeitphase, also in der Realtime-Phase, das nicht erkannt. Wie ich das gerade sage, kommt mir da auch eine Idee. Vielleicht liegt es daran, das muss ich nochmal genau gucken. Also an den 40 Perioden hat es nicht gelegen. Gut. So, und zwar, ich witzel ja immer, dass wenn der Freitag gut ist, auch die nächste Woche gut wird. Und dann hatte mir jemand geschrieben, jetzt mach doch mal eine Strategie da draus. Und das ist natürlich ein super Beispiel für den Einsatz des Strategy Builders. Und vor allen Dingen kann ich euch dann noch mal einen Link veröffentlichen. Und zwar, ich poste euch mal einen Link im Chat. Das ist ein Link zu einer CSV-Datei, also zu einer Textdatei mit Kursen drin. Ich habe nämlich auch die Frage bekommen, wie ist das denn mit der Kursversorgung? Und dann habe ich halt gesagt, ja, wir haben ja eine Echtzeitkursversorgung in Zusammenarbeit mit Lenz & Partner. Ihr kennt ja alle unsere Seite von der Ninja Academy. Und dann sagte einer, ja, aber ich möchte gerne im DAX auch mal richtig zurückrechnen, auf den richtigen DAX.
Da habe ich gesagt, ja, solange der DAX älter als ein Tag ist, gibt es ja auch keine lizenzrechtlichen Probleme. Und da haben wir auf der Ninja Academy Seite eine URL, einen Link. Das kann ich euch, das zeige ich euch mal, wo tagesaktuell, also immer zum Vortag, eine ellenlange Historie des DAX drin ist. So, das sieht dann so aus. Na, den Link könnt ihr euch mal ruhig abspeichern, also https://ninjaacademytraderfox.de/files/hist-dax.csv. Ist eine reine Textdatei mit ganz vielen Zahlen drin, könnt ihr also auch im Texteditor öffnen. Habe ich auch irgendwo. Und das Besondere daran ist, dass dieses Format schon vorbereitet ist für den Ninja Trader. Das heißt, ihr könnt diese CSV-Datei auf eure Festplatte herunterladen und könnt dann über Tools Import Historical Data diese CSV-Datei importieren. Dann öffnet sich ein solches Fenster. Ich mache das mal klein und mache das mal klein. Und dann sagt ihr importieren. Ich drücke da jetzt mal nicht drauf, weil dann kommt ein Hochladefenster, wo dir dann durch eure Verzeichnisstruktur geführt wird. Das will ich jetzt hier in der Aufzeichnung nicht drin haben. Und dann könnt ihr diese CSV-Datei direkt importieren. Sprich, dann gibt es nur noch einen Knopf. Soll ich importieren? Ja, nein, sagt ihr ja. Und dann bestätigt er euch das auch, dass irgendwie zigtausend Zahlen importiert worden sind. Wenn ihr das dann importiert habt, dann steht euch zur Verfügung in der Ninja Trader Welt etwas, das habe ich Hist-DAX, also für historischen DAX, genannt. Das heißt, das könnt ihr dann suchen. Da bekommt ihr dann so einen Eintrag, als ob das so ein ganz normales Kürzel wäre. Und wichtig, das sind dann Tagesdaten. Da könnt ihr natürlich jetzt keinen 1-Minuten-Chart irgendwie aufrufen. Und wenn ich dann sage, alles klar, Tageschart, und dann, ja, gib mal ordentlich Daten, 99999, also gib mal alles, was du hast, so quasi, dann bekommt ihr einen Chart, na, das lädt dann sogar einen Moment, der dann halt tagesaktuell ist, also sprich, hier sehen wir die Kerze von gestern. Aber wir haben uns mal die Mühe gemacht, wirklich ganz viel Historie reinzupacken. Ihr seht, oder ich mach's mal so. Da ist richtig was drin. Das geht also zurück bis, hier haben wir schon 2011, 2005, also vor, warte, wo, da haben wir die Krise, da ist 2008 hier, wumps, da ging es runter von 8.000 auf 4.000. So, das heißt, und dann sieht das hier auch so ein bisschen anders aus, dann gibt es hier mal so einen Bruch, das war im Jahr 2003. Davor sind die Kurse aber nicht weg, sondern ich stelle mal die Darstellung um. Da haben wir nur Schlusskurse. Das heißt, wir haben kein Open, High, Low, Close, sondern nur die Schlusskurse. Das heißt, die Candles sind nur einfache Striche. Aber die Schlusskurse stehen zur Verfügung, wenn ihr denn Systeme da drauf machen wollt. Ich verändere das mal hier einfach auf eine Liniendarstellung. So, und dann seht ihr, die Linie geht hier ganz normal weiter und wir sind erst bei der Hälfte der Daten. Wir sind jetzt bei der Hälfte der Daten im Jahr 2000. Hier seht ihr die Jahrtausendbubble hoch bis 8000. Hier seht ihr das Jahr 1998. Na, und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Historie geht bis in das Jahr 83, 82, 81. Jo, da fängt das irgendwo an. Das heißt, ihr habt hier eine elendig lange Historie am DAX und ihr könnt hier jeden Tag aktuell unter dieser URL herunterladen, in NinjaTrader importieren und könnt dann ja richtig langfristige Systeme, Signale, was auch immer, auf den DAX machen. Und den habe ich jetzt mal genommen, um meinen Freitagsindikator zu bauen. Das machen wir nur mal ganz kurz, aber ich fand den Hinweis so gut. Ich erzähle die ganze Zeit immer davon, dann soll ich doch mal auch nachweisen, ob das denn überhaupt so der Fall ist. Das heißt, ich suche mir mal meinen Strategy Builder. Ich habe das Ganze Freitag genannt. Wir können alle Einstellungen so lassen, wie sie sind. Wir brauchen natürlich einen Stop-Loss und einen Take-Profit.
um ja, vernünftige Grenzwerte zu setzen und natürlich überhaupt was zu haben, mit dem wir optimieren können. Hier nehme ich mal Doubles, also Fließpunktzahlen, da es jetzt ja nicht mehr um Ticks und Punkte geht, sondern aufgrund der langen Historie nehmen wir mal Prozentzahlen. Sprich, wenn ich sage, ich will 100 Punkte Take Profit haben, dann ist das natürlich bei einem DAX-Stand von 2000 Punkten was komplett anderes als beim DAX-Stand von 12.000 Punkten. Deswegen gehen wir mal in die Prozente. Naja, das Regelwerk ist total simpel. Ich frage also, ob es ein Freitag ist. Na, ihr kennt das Spiel. Ich gucke in unserer Datenserie auf dem aktuellen Tag, ob denn dieser Tag ein Freitag ist. Wenn das ein Freitag ist und wir heute noch einen schönen positiven Tag haben, das heißt, der Schlusskurs des heutigen Tages größer ist als der Öffnungskurs. Und dann habe ich noch mal mit eingebaut, wir auch besser sind als der Donnerstag. Das heißt, ich will nicht nur einen kleinen guten Freitag haben, der besonders gut ist, wenn der Donnerstag dann so ein Katastrophendonnerstag ist. Das heißt, ich prüfe auch noch, ob der Schlusskurs an dem aktuellen Freitag größer ist als der Schlusskurs am Vortag, sprich am Donnerstag. Dann gehe ich long in unserem DAX. Und dann gibt es verschiedene Ausstiegskriterien. Entweder ich verkaufe das Ding dann irgendwo am Mittwoch, beziehungsweise das wäre ja dann die Ausführung für den Donnerstag früh. Sprich, ich stelle fest, ah, die aktuelle Kerze ist ein Mittwoch, also gebe ich eine Exit Long Order in den Markt, die ja dann zum nächsten Tag ausgeführt wird, also quasi zum nächsten Donnerstag. Das wäre ein Kriterium. Oder unsere altbekannten Stop-Loss- und Take-Profit-Kriterien, sprich der Stop-Loss in Prozent. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Wir haben jetzt hier keine Ticks und keine Werte, sondern in Prozent. Und da gebe ich meinen Stop-Loss-Wert rein. Und genau das gleiche mit dem Take-Profit. So, wenn ich das alles gemacht habe, dann kompiliere ich den Spaß. Und mehr will ich gar nicht. Ich will mal gucken, ob sich da überhaupt ein positiver Effekt einstellt. Nach dem Strategy Builder kommt der Strategy Analyzer. Wir haben unsere Freitagsstrategie. Und wieder kleiner Hinweis, immer wenn man mit Prozenten arbeitet im Ninja Trader, ist 100% nicht die Zahl 100, sondern 1,0. Sprich, wenn ich ein Stop-Loss von 1% setzen will und einen Take-Profit von 1% setzen will, dann muss ich das in dieser Schreibweise tun, in 0,01 Schritten. Das sehen wir auch, dass das so passt. Denn letzte Woche, jetzt gucken wir mal, ups, hui. Ne, letzte Woche, hier ist der Freitag, das war der 16. Ne, wir haben heute den 29. Ach, die Woche ist noch nicht vollständig. Okay, so, das heißt, die vorletzte Woche, so, ist das hier der Donnerstag, ne? Da hatten wir so einen schönen Crash-Donnerstag, der 15. Dann haben wir einen besseren Freitag. Kriterium war ja, dass diese Kerze grün ist und dass wir höher schließen als der Donnerstag. Und dann gehe ich halt zur nächsten Kerze long, sprich, ich gehe davon aus, dass die nächste Woche long ist. Na, wir nehmen hier jetzt kein Wochenendgap mit. Und dann setze ich einfach Stop-Loss und Take-Profit bei 1%. Und dann haben wir hier 1% mitgenommen. So sollte das Ganze ja dann stattfinden. Gut. Aber was macht das denn unterm Strich? Lassen wir es mal laufen und gucken mal, ob ich denn mit meiner Vermutung so recht habe. Und ne, irgendwie ist mein Gefühl, geht mein Gefühl falsch, ne, nach Loriot. So richtig eine Auswirkung sehe ich hier nicht. Das heißt, die grundsätzliche Aussage, dass wenn wir einen starken Freitag haben, wir danach auch stark sind, das sehen wir nicht. Wir sehen hier von 2006 bis 12 eher eine fallende Kurve und danach geht es seitwärts. Wie macht man weiter, wenn man diese Idee noch ein bisschen belasten will? Naja, man lässt ihn mal hier optimieren und sagt, im Minimum nehmen wir mal 0,0. Achso, jetzt müssen wir hier mit.
Warum lässt er mir kein Komma zu? Weil er noch nicht kapiert hat, dass es eine Fließpunktzahl ist. Na, ihr seht, ich versuche hier ein 0, einzugeben. Das nimmt er nicht. 0 Punkt nimmt er auch nicht. Okay, Trick 0815. Dadurch, dass ich gerade die Strategie entwickelt habe, während der Strategy Analyzer aktiv war, nehmen wir mal eben eine ganz andere Strategie und wechseln dann mal wieder zurück auf unseren Freitag. Dann seht ihr, sind die Grenzwerte auch schon andere und jetzt hat das geschluckt. Das heißt, wenn ihr an Strategien im Builder arbeitet und dann noch Variablen oder wie hier Eingabeparameter ändert, dann kann das sein, dass er dann hier gerade bei dem Wechsel der Datentypen mal hängt. So, jetzt habe ich eingegeben 0,001, also was quasi 0,1% ist. Und das soll er mal hochtesten bis 2%, einfach mal um eine Zahl zu nennen. Und das lassen wir mal in diesen kleinen Schritten laufen. Und genau das gleiche auf der Take-Profit-Seite. So, und mehr wollen wir da auch gar nicht machen. Ich will gar nicht hier beweisen, dass das funktioniert. Aber dann lernen wir wieder so ein bisschen das Vorgehen des Tools. Und jetzt muss er 400 Permutationen durchrechnen. Das macht er in ein paar Sekunden. Und mit viel, viel Mühe schafft er ein erfolgreiches System, was er dann immerhin einen Profitfaktor von 1,45 hat, was ein ziemliches Sägezahnmuster ist. Bedeutet, er macht mal einen ordentlichen Gewinn und dann macht er ganz viele, viele kleine Verluste. Dementsprechend gehe ich davon aus, genau, dass der Stop-Loss mit 0,001 ganz, ganz eng am Kurs ist. Und wenn wir dann mal Glück haben, dass der Kurs sofort lossprintet, dann nimmt er bei 1,8% den Gewinn mit. Und dann hat man ein solches Sägezahnmuster. Sprich, wir werden zigmal, ach, das ist ja hier eine ganze Masse, gehen wir mal nicht auf Daily, sondern pro Tag. Da seht ihr dieses Muster. Na, da optimiert er sich auf einen ganz kleinen Wert. Naja, das heißt so richtig, wenn die nächste Woche, ich versuche jetzt gerade irgendwie eine Logik daraus herabzuleiten, aber mein Gefühl geht da wohl doch falsch, dass wenn der Freitag stark ist, es dann auch wirklich eine statistische Auswirkung auf die nächste Woche hat. Aber solche Überlegungen kann man natürlich dann wunderbar schnell mal testen und vor allen Dingen dann auch mit der Zeitreihe richtig lang testen. Ich habe das hier bis 2006 mal eingetragen. Viel Spaß mit der DAX-Reihe, die ja dann auch bis in die 80er geht. Allerdings dann ohne Open, High, Low, Close. Das heißt, wenn ihr Kriterien habt, die darauf abzielen, dann geht das halt nicht mit dem zurückgerechneten DAX von 1980. Gut, so viel dazu. Das heißt, mein Gefühl geht falsch. Ich werde das erstmal nicht mehr erwähnen, dass wenn der Freitag positiv ist, auch wir eine positive Woche haben werden. Kommen wir zum wichtigsten Thema und zum anspruchsvollsten Thema, wo wir jetzt ein wenig in die Tiefe gehen werden. Das Thema ist Heiken Ashi. Wer Heiken Ashi noch nie gehört hat, klingt auch schon wieder japanisch, ist also eine Candlestick-Darstellung, hat mit Ichimoku gar nichts zu tun. Ichimoku ist ja auch so ein Begriff mit Wolken und Linien und so weiter. Nein, der Heiken Ashi ist einfach nur eine alternative Darstellung von Candles. Ich zeige euch mal diesen Chart. Das ist der aktuelle DAX. Der FDAX im 1-Minuten-Chart. Und ihr seht hier drei verschiedene Verläufe. Hier oben haben wir den Verlauf, so wie der FDAX im 1-Minuten-Chart wirklich aussieht. Das ist 1 zu 1 die Originaldarstellung. Dann seht ihr hier drunter die Heiken-Ashi-Darstellung der Ninja Trader Software. Und hier drunter seht ihr meine programmierte Heiken-Ashi-Darstellung. Diese sollte theoretisch der von Ninja Trader entsprechen. Ich habe kleine Abweichungen festgestellt, die wir heute mal diskutieren werden. Ich werde euch genau zeigen, was mathematisch hinter Heiken Ashi steckt und wie man das Ganze dann auch programmiert.
Wozu dient Heikin Ashi? Warum hat man das erfunden? Auf den ersten Blick sehen die Candles ja recht ähnlich aus. Was Heikin Ashi aber macht, ist, es versucht, Trendbewegungen durch die Farbe der Candles eindeutiger zu kennzeichnen. Sprich, wenn der Kurs sich in einer Aufwärtsbewegung befindet, wie zum Beispiel heute kurz vor Handelsschluss, so von 17 Uhr bis 17:45 Uhr, dann versucht die Heikin-Ashi-Darstellung dem Genüge zu tragen, dass diese roten Candles mehrheitlich verschwinden sollten. Eine sehr typische Darstellung seht ihr hier. Das heißt, wir haben hier mal kleine, größere Candles, auch mal eine rote mit drin, und im Heikin-Ashi-Darstellung versucht diese korrigierte oder alternative Darstellung, die roten Kerzen so gut es geht zu ignorieren, beziehungsweise dann, wenn der Trend wechselt, auch daraus eine Folge von roten Kerzen werden zu lassen und dann eher die grünen zu ignorieren. Bei so kleinen Candlegrößen ist das so. Machen wir den auch mal auf 5 Minuten. Bei so kleinen Candlegrößen ist das weniger augenscheinlich, da ja halt so wenig Kurse aggregiert werden. Wenn ich aber jetzt mal in den 5-Minuten-Candlestick gehe, dann werden diese Bewegungen deutlicher. Sprich, es sollten immer so Phasen sein von mehreren roten und mehreren grünen. Das heißt, hier oben haben wir wieder unser Original. Da ist immer mal wieder so eine rote eingestreut, die wir dann in der Heikin-Ashi-Darstellung nicht erkennen. Warum Heikin-Ashi? Ich zeige euch erstmal, wo ihr verschiedene Chartarten in der NinjaTrader Software einstellen könnt. Denn es gibt quasi zwei Möglichkeiten, wie NinjaTrader solche unterschiedlichen Chartarten bearbeitet und zur Verfügung stellt. Ihr könnt in so einem Chart ja beliebig viele Datenserien einbauen. Bisher haben wir immer mit Charts gearbeitet, wo eine Datenserie drin ist, aber ihr könnt ruhig mehrere auswählen. Wir haben hier auf der linken Seite immer unser Underlying. Und jetzt haben wir hier drei ausgewählt, 1, 2, 3. Und da könnten wir auch jetzt den S&P Future dazu holen oder was auch immer, sodass wir mehrere Charts untereinander haben. Und dann haben wir hier unter dem Punkt Datenserie das Feld Typ. Da haben wir immer schon mal so ein bisschen mitgearbeitet. Ne, wir haben gesehen, es gibt sowas wie Tick-Charts, Volume-Charts, eine Range. Wir können die Zeiteinheiten angeben: Sekunde, Minute, Tag, Woche, Monat, Jahr. Und dann seht ihr, sind hier schon weitere Candlestick-Arten oder Chart-Arten vielmehr aufgelistet. Es gibt ein Heiken-Ashi. Ich meine, man schreibt es mit Heiken, aber egal. Das ist alles hier von NinjaTrader gemacht. Es gibt Kagi, Renko, Point and Figure, Line Break oder Volumetric-Darstellungen, die ihr auswählen könnt. Ich mache mal einen neuen Chart, dann können wir uns da mal so ein bisschen durchklicken und sehen, was sich hinter den einzelnen verbirgt. Und der Heikin-Ashi ist eine Darstellung von den vielen, und mit der beschäftigen wir uns heute mal genauer. Das heißt, da können wir vielleicht in Zukunft dann auch noch weitere machen. Also habe ich hier meinen FDAX aufgerufen. Er gibt mir dann sofort den Tagescharts, Tickchart und so weiter. Das kennen wir. Und dann kann man auswählen, den Heikin-Ashi, auf welche Zeiteinheit. Den möchte ich meinetwegen auf einem Tag haben. Und dann kommt dieser geglättete Verlauf heraus, den ich euch gerade gezeigt habe. So. Ne, und dann seht ihr jetzt hier in dem Tagesschart, sieht man die Farbwechsel noch viel deutlicher. Das heißt, wenn der Kurs fällt, dann wird das auch schön durch eine Folge von roten Kerzen dargestellt und weniger häufig unterbrochen. Ja, was gibt's noch so? Macht man einen Doppelklick auf die Kursreihe, dann öffnet sich irgendwo auf meinem Monitor dieses Fenster zu den Datenserien. Schalten wir mal auf Kagi, dann kriegt ihr so eine Darstellung. Ich
Na, ihr seht den grundsätzlichen Verlauf, aber mit einer gewissen Rasterung. Auf die können wir später mal im Einzelnen nachgehen. Ich will nur mal zeigen, was es so alles gibt. Die Renko-Charts, da seht ihr, da gibt es immer gleich große Candles, die in der Y-Achse immer gleich groß sind und damit auch den Kursverlauf mehr in solchen, ja, so V oder wie man, ja, so V-Mustern darstellt. Und dann könnt ihr hier so diese Brick-Size angeben. Das ist quasi hier ein Stein, ein Brick. Und da ist die Software von NinjaTrader in der letzten Zeit recht flexibel geworden. Point and Figure sieht man immer wieder mal, habe ich selber überhaupt noch nicht mitgearbeitet. Viele schwören da drauf. Das heißt, dass man ja mehr oder weniger die Auf- und Abwärtsbewegungen aufzeichnet und die Zeitachse eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und dann haben wir noch so etwas wie Line Break. Das gibt dann hier ganz lustige Formationen, wie hier diese Absacker heute, ist dann auf einmal eine lange rote Candle. Das ist eine Möglichkeit, verschiedene Chartarten sich darstellen zu lassen. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Und zwar hier unten seht ihr Chart Style. Es gibt also einmal den Datenserientyp, also so wie die Daten dargestellt werden. Und es gibt einmal den Chart Style. Das heißt, in welcher Darstellung, so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, sollen die vorhandenen Daten dargestellt werden. Und da gab es zum Beispiel noch kein Heikin Ashi. Da habe ich deswegen mal den Heikin Style hinzugefügt. Das zeige ich euch gleich noch genauestens. Denn in der Darstellung kennen wir ja so etwas wie den Candlestick. Wir kennen Open, High, Low, Close. Ne, dann sieht das Ganze so aus. Das ist im Prinzip ja wie ein Candlestick, nur dass halt das so auf so einer Linie dargestellt wird. Das sind die bekanntesten. Und da gibt es jetzt noch weitere. So etwas wie eine Box. Dann sieht das so aus. Da habe ich auch herausgefunden, dass es nichts anderes als dass der Kerzenkörper dargestellt wird. Aber gar nicht die beiden Lunten, sondern da reduziert man das auf den Kerzenkörper. Dann haben wir hier so etwas wie Äquivolumen, also dass die Breite der Kerze durch das Volumen definiert wird. Ihr seht also, es gibt ganz dünne Kerzen wie jetzt, wo wenig Volumen ist. Und dann haben wir hier solche Kaventsmänner, denen würde ich jetzt so um 17 Uhr. Und war das hier 17:45 Uhr erwarten? Denn da ergibt sich die Breite der Kerze durch das Volumen. Man visualisiert das Volumen also über die Kerze. Ich mache mal den Volumenindikator an. Vol. Apply. Und dann seht ihr, dass quasi diese große Volumenkerze dazu führt, dass die Breite der Kerze hier, dass die Breite sehr groß ist. Und so kann man auf einen Blick so ein bisschen erkennen, wo denn die Musik spielt. Sprich, dann haben wir hier den Kaventsmann, als die EZB-Nachricht in den Markt kam. Und das war mit Abstand das meiste Volumen, was heute in einer Kerze gehandelt worden ist. Was ihr seht, ist, dass es immer nur eine andere Darstellung ist. Das heißt, gerade dieses Box-System oder auch dieses hier behält die Struktur bei. Das heißt, zugrunde liegt immer diese eine Kerze, die wir sowieso haben. Wir sind ja hier im 1-Minuten-Chart. Aber noch kann man diese Parameter verändern oder kann man die Darstellung verändern. Das ist also mit Chart-Style gemeint. Dazu gehört, dass man den Open, High, Low, Close manipulieren kann, dass man die Farben manipulieren kann und vieles mehr. Was haben wir denn hier noch? Auf den Heikin komme ich gleich. Hier haben wir ein Hollow Candlestick. Das ist nichts anderes, als dass da einer gesagt hat, ich male sie mal irgendwie mit weißem Hintergrund, also eine reine andere Darstellung. Die KG Line, na, wo auch das die Grundordnung der Minutencandles erhalten bleibt und ich einfach nur nach irgendeinem Regelwerk andere Linien male. Line on Close, ja, das ist die simpelste andere visuelle Darstellung, sprich ich male einfach nur eine graue Linie von Schlusskurs zu Schlusskurs. Und dann haben wir Open, High, Low, Close oder nur Open, Close. Dann haben wir hier, das ist wieder so eine Art Blockdarstellung.
Und dann noch die Point-and-Figure auch auf Kerzenebene. Der Unterschied ist also der, dass wir mit dem Chart-Style einfach nur die Darstellung dieser einen Kerze ändern, Farbe, Größe, Form, Position, wir aber bei den Datenserien wirklich die Datenserie an sich verändern. Also denkt euch, wenn wir später mal Strategien bauen, die auf Heiken, naja, Heiken Ashi ist kein gutes Beispiel, auf Point and Figure oder andere Candle-Größen abzielen, dann müssen wir immer eine Manipulation der Datenserie machen und darauf arbeiten. Wenn ich also hier sage, ich will Volumenkerzen haben, so, und ich will immer alle 1000 DAX-Kontrakte sollen immer eine Kerze machen. Ne, dann kommt da so ein Bild heraus. Dann sieht der Tag auf einmal so aus. Denn jede Kerze ist nicht mehr eine Zeiteinheit, sondern es sind immer 1000 Kontrakte, die gehandelt werden. Sprich, das dauert heute Abend ewig. Also wie wir jetzt nach 18 Uhr 1000 Kontrakte zusammenbekommen. Das dauert heute, wenn die EZB spricht, dauert das vielleicht 5 Minuten und dann haben wir sofort mehrere tausend Kontrakte fertig. Und so ist hier dann das Volumen auch immer aufgefüllt bis 1000 und immer erst wenn 1000 voll sind, arbeiten wir weiter. Das heißt, hier wird wirklich die Datenserie verändert. Hier haben wir jetzt nichts mehr mit dem 1-Minuten-Chart. Ne? Das heißt, unser On-Bar-Update, mit dem wir programmieren, wird jetzt hier an einem zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeführt. Ob das jetzt besser, schöner, schlechter ist, sei dahingestellt. Ist einfach eine andere Darstellung. Wir sehen zum Beispiel hier gar nicht so sehr diese Panik, die wir hatten, sondern da sich ja dann da, wo viele Kontrakte gehandelt werden, dann halt auch viele Kerzen bilden. Ne? Sonst hätte das im normalen Chart war das dann hier eine lange, weil halt in dieser 1 Minute so viel passiert. Und hier ist es wirklich, wie weit bewegen 1000 Kontrakte den Markt? Das heißt, wir haben Bar oder Chart Styles und wir haben wirklich verschiedenste Datenserien. Das Tolle an NinjaTrader ist, dass wir die vordefinierten nutzen können oder aber auch selber welche bauen können. Und da habe ich die Chart-Darstellung des Heiken Ashi mal komplett selber gebaut. Daran kann ich euch nämlich jetzt die Regeln des Heiken Ashi erläutern. Und vor allen Dingen habe ich auch wieder einen Link, den ich euch posten kann zu dem Heiken Ashi Chart Style, den ihr dann in euren Ninja Trader einfach mal importieren könnt. Ich verlinke das im Chatfenster, um die Darstellung auch zu bekommen. So, dazu nehmen wir das mal wieder weg und wir schauen uns wieder unsere drei Charts an. Hier oben der normale, dann das Heiken Ashi von Ninja Trader und hier unten meine Heiken Ashi Chart Style Darstellung. Wenn ihr die ZIP-Datei importiert habt, dann könnt ihr, wenn ihr die Datenserie auswählt, findet ihr hier den Punkt Heiken Style. Ne? Chart Style, Heiken Style. Der ist beim normalen Ninja Trader nicht dabei. Der wird dann bei euch dann mit auftauchen. Welche Vor- oder Nachteile hat das? Es hat den Vorteil, dass die Darstellung immer schon in der aktuellen Kerze richtig ist. Wir werden uns gleich mal hier so ein paar Unterschiede angucken. Das heißt, in Echtzeit wird die Heiken Ashi Darstellung berechnet. So, jetzt haben wir alles genau übereinander. So, was ist jetzt Heiken Ashi und wie findet man Informationen dazu? Wir wissen also, dass das eine alternative Candlestick-Darstellung ist und das Internet ist voll mit Seiten rund um die Heiken Ashi-Darstellung. Ich bin mal hier bei IG gelandet, die dann ein bisschen was dazu geschrieben haben zum Heiken Ashi. Ich glaube, man schreibt den wirklich mit I, wo die auch nochmal erklären, was denn der Unterschied zwischen einem normalen Kerzenchart und dann hoffentlich einer Darstellung des Heiken Ashi ist. Und ihr seht, es geht darum, diese Trendphasen zu identifizieren. Nun, wie berechnet man das Ganze?
Wir haben also pro Zeiteinheit wieder Open, High, Low, Close, haben aber alternative Berechnungsmöglichkeiten. Die fangen hier an mit dem Open. Das heißt, wie berechne ich jetzt den Open einer Heikin-Ashi-Kerze? Und damit wir Trends bestimmen können, brauchen wir irgendeine Größe, die sich aus der Vorkerze berechnet. Das ist wie so beim Exponential Moving Average, beim exponentiell gleitenden Durchschnitt, wo wir sagen, ich nehme den Wert aus der Vergangenheit, addiere das drauf, was ich heute habe und somit habe ich so eine Art fortlaufenden Wert, um überhaupt Trends zu erkennen. Und genau das steckt dann hier auch bei dem Heikin-Ashi mit drin. Das heißt, um den Open zu berechnen, schreibt die Kollegen von IG hier, Open der vorherigen Kerze plus Close der vorherigen Kerze geteilt durch 2. Und dann, wie berechnet man den Close? Und da sagen die, Open, Close, High, Low der aktuellen Kerze geteilt durch 4. So, jetzt mag das auf den ersten Blick alles recht eindeutig klingen, aber die Entwickler, die Programmierer unter euch werden sagen, naja, Open, Close der vorherigen Kerze, also der welcher vorherigen Kerze? Der von der Heikin-Ashi oder der von den Originaldaten? Und hier quasi genau das Gleiche. Naja, Open, Close, High, Low, nehme ich da jetzt das schon von meiner manipulierten Kerze oder von der originalen Kerze? Deswegen habe ich noch ein bisschen weiter gesucht und bin dann auf der Seite von Investopedia gelandet, wo die auch über Heikin-Ashi sprechen und dann diese Definition haben. Und das sieht schon so ein bisschen mehr nach Mathematik aus und das gefällt uns. Denn die sagen, der Heikin-Ashi-Close, der definiert sich aus Open mit dem Index 0. Wir sind ja Profis, Index 0 heißt immer der aktuelle. Also aktueller Open, High, Low, Close geteilt durch 4, also einfach der Durchschnittswert der normalen Kerze. Und wichtig ist hier, dass die unterscheiden immer zwischen dem Heikin-Ashi-Close, Heikin-Ashi-Open und den Werten, die wir im Original haben. Denn wir transformieren quasi die eine normale Candlestick-Kerze in die neue Heikin-Ashi-Kerze. Das heißt, der Schlusskurs ist ganz simpel zu berechnen, immer der Mittelwert der 4 Werte. Dann der Heikin-Ashi Open ergibt sich jetzt aus dem Heikin-Ashi Open der Vorkerze plus dem Heikin-Ashi Close geteilt durch 2. Hier haben wir also diesen trägen Moment drin, dass wir quasi genau die Mitte der Candle des Kerzenkörpers von der Vorkerze nehmen. Das ist ja nichts anderes. Die Eröffnung und der Schluss, das sind die beiden Grenzen der Kerze. Das geteilt durch 2 ergibt quasi genau den Mittelpunkt der Kerze. Und das ist die Eröffnung für den nächsten Tag. So, das merken wir uns mal und gucken mal, ob wir das denn in den Charts wiederfinden. Also, der aktuelle Schlusskurs ist Open, High, Low, Close durch 4, ist also der typische Preis. So, da müssen wir mal gucken, wo wir ein Beispiel haben, das wir gut nachvollziehen können. Schnappen wir uns mal hier diese rote Kerze. Das ist ja die originale Kerze. Warum nehme ich die? Weil Open, High, Low, Close sich hier auf 2 Werte reduziert. High und Open liegt hier unten und Low und Close liegt da oben und das andere liegt da unten. Das heißt, wir sollten hier irgendwo einen Mittelwert im Bereich von 11.860 bekommen. Das sollte der Schlusskurs unserer Heikin-Ashi-Kerze sein. Und dann gucken wir mal auf die beiden Berechnungsmethoden. Und das passt. Das heißt, hier ist der Schlusskurs in der Mitte, also ist auf gar keinen Fall hier unten irgendwo, sondern das ergibt immer genau die Mitte. So ist ein Doji quasi immer genau, sieht sehr ähnlich aus. Ihr seht dieses Kreuz und da verändert sich dann nicht ganz so viel. Jetzt seht ihr auch schon einen kleinen Unterschied. Ihr seht hier oben die echte Kerze, wo sich jetzt mal ein bisschen was tut. Der Markt ist weiterhin bullisch.
Und ihr seht die Darstellung vom Ninja Trader und da stellt ihr fest, der Schlusskurs soll doch eigentlich dieser Mittelkurs sein. Aber der Schlusskurs liegt jetzt hier, jetzt sieht man es besonders gut, genau immer auf dem Schlusskurs der aktuellen Kerze. Wir sehen hier keinen Unterschied. Jetzt guckt meine Berechnung an. Na komm, DAX, jetzt spring nochmal bitte nach oben, dann wird es nämlich umso deutlicher. Denn hier liegt der letzte Kurs, dargestellt durch diesen schwarzen Pfeil, nicht genau auf der Schlusskurslinie der Kerze, weil da gehört sie gar nicht hin. Ihr seht, meine Kerzen sehen so ein bisschen anders aus, weil ich wirklich, jetzt sieht man das ganz gut, der schwarze liegt höher als mein Schlusskurs dieser Candle. Denn dieser Schlusskurs ist ja der Mittelkurs aus Open, High, Low, Close, also aus vier Werten. Der kann ja gar nicht da oben liegen, so wie das hier Ninja Trader berechnet. Das war so eine kleine Unstimmigkeit, die mir aufgefallen war, dass die aktuelle Kerze so gar nicht sein kann. Da, der Heiken Ashi Close ergibt sich immer aus allen vier Werten geteilt durch vier und alle vier Werte liegen nicht da oben, sondern alle vier Werte liegen ein bisschen tiefer. Der Eröffnungskurs ist immer der Mittelkurs aus der Kerze. Das haben wir auch schon gesehen. Das passt soweit. Das heißt, hier sieht man das ganz gut. Hier ist die Eröffnung und die Eröffnung ist immer genau auf der Mitte der Vorkerze. Das ist hier auch der Fall und das ist hier auch der Fall. Und das ist im Prinzip quasi die Art und Weise, wie Heikin Ashi es hinbekommt, dass die Kerzen dann auch alle schön rot sind. Denn der Markt quasi rauscht nach unten ab. Aber der Eröffnungskurs ergibt sich noch aus den viel höher gelegenen Körper der Vorkerze und dadurch entsteht dieser Effekt, dass der Kurs quasi träge ist und dann eine Folge von roten Kerzen macht. High und Low ist dann nur noch quasi zur Hilfe, das heißt die Schatten. Die Definition ist, dass wir dann den Höchstkurs der wahren Kerze nehmen, High 0, und dann noch gucken, ob einer der beiden Heikin-Ashi-Werte, die wir jetzt schon haben, nämlich der Öffnungs- und der Schlusskurs, ob der eventuell noch am höchsten ist. Oder mit anderen Worten, den Höchstkurs, den wir in der echten Kerze bilden, das muss auch immer der Höchstkurs meiner Heikin-Ashi-Kerze sein. Ne? Hier springt der Markt jetzt so wunderbar weiter nach oben. Ihr seht, wie sich hier eine grüne Kerze bildet. Hier die etwas fehlerhafte Darstellung von Ninja Trader und hier meine Darstellung. Das heißt, ich habe hier natürlich das Hoch. Der Docht muss dieses Hoch markieren, aber mein Kerzenkörper ist natürlich lange nicht so groß wie diese Kerze. Ja, wunderbar, jetzt sieht man das richtig schön. Ne, mein Schlusskurs ist hier irgendwo in der Mitte, weil er ist ja der Durchschnittswert der letzten vier. Aber ihr seht auch, wie jetzt hier oben der Docht sich bildet. Und genau so ist es dann auf der Unterseite. Das heißt, wenn wir im Heiken Ashi einen Tiefskurs markieren, dann ist das der Tiefskurs der richtigen Kerze, beziehungsweise das, was wir hier als Open and Close schon berechnet haben. Und jetzt sieht man hier wunderbar, wie sich diese Kerzen bilden. Und so habt ihr auch gesehen, jetzt ist gerade der Kerzenwechsel gewesen. Und während natürlich eine normale Kerze quasi wieder bei Null anfängt, ist hier auf einmal schon ein großer Kerzenkörper da. Denn der Öffnungskurs ist ja genau die Mitte der Vorkerze. Und somit fängt man sofort mit einem grünen Kerzenkörper an. Und dadurch kommt diese Folge von grünen Kerzen, die einem dann visualisieren soll, dass dort ein Aufwärtstrend passiert. Das ist auch wieder jetzt hier ein schönes Beispiel. Ihr seht, na, hier kommt jetzt auf einmal eine rote Kerze mit rein und in der Heiken-Ashi-Darstellung haben wir eine grüne Kerze, weil dies nur quasi eine kleine Korrektur in dieser Aufwärtsbewegung ist. Spielt der Markt jetzt genau richtig mit, um uns den Heiken-Ashi zu verdeutlichen. Und wir sehen hier auch dann kleine Abweichungen zwischen meiner Darstellung dann und der von Ninja Trader. Wobei die ihre Kerzen dann korrigieren, soll heißen, dann die vergangenen Kerzen, die sehen dann immer recht ähnlich aus dem, was ich gemacht habe, bis auf bestimmte Grenzwerte, wo ich mir noch nicht ganz klar bin, ob das Rundungsfehler sind, weil was ich zum Beispiel mache, ist, ich runde hier gar nicht auf, die Tickgröße, sondern wenn hier durch vier geteilt irgendeine krumme Zahl ist, dann nehme ich sie so, wie sie ist. Und jetzt geht das Ganze wieder in die
andere Richtung. Und ihr seht, wie dann hier die Lunte länger wird, aber nicht der Kerzenkörper. Gut. Damit können wir doch arbeiten und das ist ja auch total simpel programmiert. So. Und da kommen wir zu dem, was ich heute für euch gebaut habe. Viele, viele Hieroglyphen. Ich sehe, dass wir jetzt schon fast dem Ende zugehen. Deswegen mache ich nur jetzt einmal einen kleinen Überblick und dann können wir im inoffiziellen Teil da nochmal genauer drauf eingehen, beziehungsweise dann nächste Woche können wir uns das auch nochmal genauer ansehen. Denn der Vorteil der NinjaTrader Software ist, dass, wie gesagt, alles programmierbar ist. Wir können alles selber bauen. Und deswegen bin ich jetzt hier im NinjaScript Editor, mit dem wir ja immer unsere ganzen Strategien bauen. Wir haben auch schon Optimierungsfitnessen gebaut. Wir haben Indikatoren gebaut. Und hier sehen wir hier rechts oben zwei Bereiche. Das eine ist Bars Types und Chart Styles. Und das sind genau die beiden Gruppen, die ich versucht habe, euch zu erklären. Einmal die Bars Types. Da geht es also wirklich darum, die Datenreihen aus den Tick-Reihen zu berechnen. Also da, wo wir dann Kerzen bauen, die alle 1000 Kontrakte ausmachen, also wo wir die Zeiteinheiten verlieren, wo wir dann auch wirklich die Datenreihen haben, mit denen wir arbeiten können, mit denen wir dann Strategien bauen können. Also stellt euch vor, man macht eine Trendlinie dann auf solche neuen Candles, die sich in tausender Kontraktzahlen ergeben. Das nennt man Bars Types. Und da haben wir uns ja hier den Haiken-Ashi angeguckt. Man sieht die Tageskerzen, Kagi, Point in Figure und so weiter. Hier finden wir alle wieder mit dem Vorteil, wir können hier hereingucken und können sehen, wie mehr oder weniger sinnvoll die Kollegen von NinjaTrader das programmiert haben. Und das bedeutet, wir können hier im Zweifelsfalle eingreifen, wir können daraus lernen und das dann verändern. Und so gibt es neben den Bars Types auch die verschiedenen Chart Styles, also da, wo es nur darum geht, die Darstellung zu verändern. Das heißt, die zugrunde liegende Datenreihe bleibt die gleiche, sondern es geht nur darum, nette Farben zu malen, die Kerzen dicker, größer, dastehen zu lassen und einfach visuelle Hilfestellung zu leisten, aber weniger darum, eigene Datenreihen irgendwie zu erzeugen. Und diese Darstellung, da habe ich halt die Haiken Style hinzugefügt. Ihr seht das hier auch an diesem Icon. Wie fängt man da an? Das heißt, wo ist hier der Punkt, wo man sagt, okay, wie funktioniert das Ganze? Das eine ist das Schöne, man kann in NinjaTrader einfach hier über die rechte Maustaste sagen, so, pass mal auf, ich möchte einen neuen Chart-Style bauen. Genauso wie ich sage, ich möchte einen neuen Indikator oder eine neue Strategie bauen, gibt er mir dann hier so einen kleinen Wizard, so eine kleine Möglichkeit, den Rumpf, den Stump einer neuen Chart-Style zu erzeugen, also den Rumpf eines Stück Quelltext zu erzeugen. Indem er mich jetzt hier erstmal ein paar Sachen fragt, also wie soll denn das ganze Ding denn heißen, gibt da mal eine kleine Beschreibung zu. Dann gibt es Eingabeparameter, das heißt, kann der Chartstyle parametrisiert werden? Das könnte sein, dass man da irgendwelche Faktoren mit einbaut, die die Breite beeinflussen, irgendwelche Zahlen, die der Nutzer eingeben soll. Denkt an irgendwelche Grenzwerte, dass man sagt, alles, was unter einem Tick ist, zeige ich nicht an. Ich zeige nur alles an, was über einem Tick ist. Also wir können auch hier unserer Fantasie ja quasi freien Lauf lassen und die Candles komplett manipulieren. Wir könnten hier eine Chart-Darstellung machen, wo wir sagen, wenn die Kerze kleiner ist als die Vorkerze, ja, dann stell sie gar nicht dar. Oder wenn sie größer ist, stellen sie doppelt so groß dar. Was immer da, was für ein Zweck sich da auch immer hinter verbergen mag, da kann man ja dann alles bauen, wie man lustig ist. Und dann sagt man Finish und Generate. Und dann kriegt man hier so ein kleines Stück Quelltext, quasi so einen Stumpf, mit dem man dann anfangen kann zu arbeiten. Und ja, an der Stelle machen wir nächste Woche weiter, wo wir uns den Haiken-Style dann mal genauer anzeigen.
lassen und wie ich den dann gebaut habe. Und mal gucken, ob ich dann bis zur nächsten Woche auch noch einen zweiten Style neben dem Haikin Ashi vorbereitet habe. Kleiner Überblick noch über die nächsten Wochen. Wir werden den September nutzen, weil das ja der letzte Monat unseres Charlie-Quartals dann ist, Charlie auf weitere Underlyings vorzubereiten. Sprich, ich möchte dann in den drei oder vier Entwicklerkonferenzen neben diesem Thema die vorhandenen Systeme, also Trendlinien, Dreiecke, Candlesticks, was auch immer, auf weitere Underlyings anwenden. Dort sind die Favoriten Gold, Öl und Euro-US-Dollar. Das heißt, wir werden Entwicklerkonferenzen machen, wo wir dann weniger am Quelltext rumhüpfen, sondern dann mehr dahin gehen, dass wir sagen, heute ist Goldtag, wir nehmen uns die Goldfutures, wir nehmen uns die gesammelten Werke an Strategien, passen die vielleicht an, wo wir das anpassen müssen, wegen Tick-Size etc. und schauen, ob wir belastbare Systeme finden. Das heißt, die nächsten Entwicklerkonferenzen wird es weniger dann um Quelltexte gehen, wenn wir also hier dieses eine Candlestick-Thema noch hinter uns haben. Das heißt, im September wird es dann etwas weniger quelltextlastig, sondern dann finden wir hoffentlich weitere Strategien bzw. weitere Kombinationen aus Underlying und Strategien, mit denen der Charlie dann handeln kann, um dann auch mal vom Mini-FDAX wegzukommen.